Hallo Leute, willkommen hier zurück bei Hausflipper. Auf geht's mit dem vierten Haus, was wir jetzt kaufen, aufräumen und dann wieder verkaufen. Also wir machen hier nur die kleinstmögliche Kosmetik. Und was ist denn hier? Ach, da ist noch ein Müllbeutel. Und das verkaufen wir dann wieder einfach, um Zeit zu sparen. Mal gucken wir mal, was wir hier rausbekommen. Ich bin gespannt, wie viel wir am Ende haben werden. So, ich gehe hier immer erst außen durch. Und ihr seht es, dass die fetten schwarzen Balken da so in der Wand sind. Oder die Schatten, besser gesagt. Und da, ich weiß nicht, ob ich da von innen drin rankomme. So. Ich gucke eigentlich nur oben auf die Minimap. So. Ein kurzer Hopser. Boah, Alter, was ist denn da drin passiert? Ja, es gibt halt auch Sachen, die muss ich draußen machen, wieder oben. Dieser Dach. Keine Ahnung. Halt unterm Dach. Ein Dachvorsprung oder so. Oh, wir haben auf jeden Fall wieder Gipsen mit am Start. Alter, das ist ja richtig. Boah, Und hier habe ich auch diesmal wieder Fenster reinigen mit dabei. Alter. So, mach mal zu. Jetzt komme ich wahrscheinlich da hinten nicht richtig dran, ne? Ups. Nein, 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 nein. Bleib mal hier ganz cool. So. Die Toilette. Und das Waschbecken ist irgendwie... Ah, das ist kaputt. Das muss ich neu holen. Och, nö, Leute. Na gut, dann keine andere Wahl. Ich will eigentlich echt nicht so viel kaufen, aber das, was gekauft werden muss, das mache ich auch. Sonst wäre es doof. Halt, ach so, aufdrehen. Boah, Badezimmer. Aber hier nehmen wir echt das Billigste. Hey, die sind ja gleich. War das immer schon so? Ich weiß nicht. Wenigstens gehen die Teile schnell. So eine neue Dusche hätte jetzt doch ein bisschen länger gebraucht. So, Spiegel kann man auch benutzen. So, hier, kleinste Einbauspülbecken, so. Ah ja, genau. Ach ja, ich vergesse es immer wieder. Und immer ist das noch Fail, dass es oben nur gesteckt wird. Das zieht sich jetzt leider halt schon hier so. Aber fertig. Gut. War ja auch nur das Bad. Passt schon. Alter, krass. Guck mal, wie viel da drunter liegt noch. Saufen, saufen. So, schnell husch, husch durch. Na, komm. Weg. So. Und ein Heizkörper dran. Ach ja, Gipsen muss ich auch noch. Da. Bin mal gespannt, ob wir dann echt über die 300.000 Euro kommen. So, ich hol mal, warte. Geh mal da dran, so. Kann ja auch mal alles gerade hinstellen. Ich weiß nicht, hinter dem, ich lass mal, ich guck gar nicht erst dahinter. Das Gipsen wird auf der Karte nicht angezeigt, leider. Ah,
Ach ja, dann muss ich hier wieder ändern, genau. Da. Dann hier draußen. Auch doof, ne? Wieso nehme ich den eigentlich nicht mit? War im Badezimmer eigentlich was zum Gipsen? Ne, hier sind ja die Fliesen überall dran. Gut. Dann ab in den nächsten Raum. Alter, was ist hier los, ey? Wer macht denn so viel Dreck? Ich meine, ich will nicht sagen, dass es bei mir auch manchmal aussehen kann. Ne, so nach einem Wochenende, wo du jetzt zum Beispiel kaum zu Hause bist, nur die Klamotten in die Ecke schmeißt und dann gleich wieder unterwegs bist auf Achse. Aber so? Ne. Warte mal, gab es denn nicht immer noch einen Raum? Ach, ne. Tatsächlich hier, krass, guck mal. Okay, war das jetzt alles? Ah, die Fenster habe ich vergessen. Die machen wir vielleicht zum Schluss, oder? Wobei eigentlich auch doof. Warum nicht einfach jetzt? Ja, komm. Bin ja eh da drin. Boah, das ist so blöd zu steuern manchmal hier. Da oben die Ecke voll vergessen. Warte mal. Ich glaube, so ging es eh besser. Ich werde wahrscheinlich schön mein Mauspad. So. Ich nehme den doch mal mit jetzt. Genau. Das sieht doch gut aus. Da oben noch. Fast wie neu. War hier noch was zu gipsen? Ich dachte irgendwo ja. Aber es sieht doch da oben. Ah, das meinte ich nicht. Ich dachte woanders. Gut, ist egal. Dann kann ja auch wieder weg, der Rest. Haben wir, glaube ich, bei dem einen gar nicht gemacht, ne? Nein, jetzt habe ich den Tisch verkauft. Aus Versehen. Ärgerlich. Ah, das sind Spinnenweben. Ich dachte das letzte Mal, das wären die Kakerlaken. Was wie Spinnenweben aussieht oben auf der Minimap. Eigentlich logisch, aber ich habe es nicht gesehen. So, Raum ist fertig. Warte. Ja, wir werden für jedes Haus ein Part brauchen. Badezimmer, nein, Anschlüsse, Heizung. Ja, da kommt er wenigstens dran. Heizung ist super, geht voll schnell. Ich meine, auch Fenster ist jetzt okay, ne? Da zieht man einmal hier so durch. Und dann ist das ja auch erledigt. Ich weiß nicht, soll ich doch noch... Oh, komm, den Tisch habe ich verkauft, den müssen wir auch wieder kaufen, ne? Fair müssen wir bleiben. Möbel. Tische. Ach, der hat sogar hinten da so eine Gravur drin. Das so nennen kann. Oh, Junge, ey. Wegen dem hier, oder was? Eigentlich ist es nicht der richtige Tisch dafür. Ist mir egal. Die haben genug Platz hier drin. So. Kann ich das nicht trotzdem hier verkaufen, den Mist? Ja, wer braucht das? Oh, als ob. Oh, das geht da nicht drauf. Ey, das ist nicht so doof, ne?
Ja, den Rest ist... Alter, das ist ja cool gemacht. Oh, das merke ich mir. Das ist cool. Das ist echt cool. So, irgendwie komm schon hier da rein. Alter, krass, die kannst du viel mehr machen, ey. Ja, die Poster bleiben auch so oder Bilder, was auch immer. Ich will mich nicht zu sehr aufhalten. Kosten-Nutzen-Faktor. Na? Aber, okay. Ist schon sauber. Jetzt machen wir noch die Fenster schnell. Das Ding immer so da hoch geht in die Ecke. So. Hier. Sieht richtig bekloppt aus. Aber dann geht's ja. So, das hatten wir schon. Ah, hier war ich auch gerade. So, dann hier noch. Also ich weiß nicht, ihr hört sicherlich richtig krass Mausbett, oder? Müsst aber beim Schneiden da selber reinhören. Aber das lässt sich so ganz gut machen eigentlich gerade. Whee! Fertig! Ich weiß, man macht es eigentlich anders, von oben nach unten zieht man das, also so. Aber das macht sich auf dem Mauspad nicht so chillig wie das jetzt hier. So, wir haben alles. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt ist beim Verkaufen. Kann man die eigentlich noch stapeln? Nee, ne? Hä, hey, gerade ging der doch noch dahin irgendwie. Da wir jetzt ausnahmsweise mal noch ein paar Sekündchen haben, mache ich das mal. In Hoffnung, dass es da noch ein bisschen besser ankommt. Aber es ist echt schade, man kann ihn nicht stapeln. Oh, weil der selber da... Fick mich. Böp. Oh. Manchmal ist es richtig bekloppt so. Ich hätte ja auch gerne irgendwie so hingestellt, so hochkant. So. Nein, du doch nicht. Da komme ich gar nicht dran an den. Egal, dann lassen wir das so. Alles klar. So, ab zur Auktion. Oh, warte mal. Ja, passt. Für 45.000, jawohl. Beim ersten machen wir schon plus. Mal abzüglich der Renovierungskosten. Ja, mach doch selber deine Schlafzimmer da draus. Wetten, wir haben wieder hier den Banker-Typen. Der ist immer irgendwie oben, ne? Oh, Raphael Muckis. Ah ja, hier, Daniel Trusk. Bestimmt eine Anspielung auf Donald Trump. So, Angebot verhandeln. Da ist jetzt... Ich gehe jetzt mal richtig krass weiter um 20.000. Oder das Höchste. Hm. Ja, wir probieren es einfach. Komm. Oder? Ja. Nie im Leben. Oh, verdammt. Jetzt kann ich das Angebot... von ihm ablehnen und dann hole ich bei den Muckis aber nochmal mehr raus. Hä?
Oh nein, was? Oh, wieso ist das? Das war doch mal anders. Wenn einer abspringt, dass dann die da drunter dran sind. Ich weiß nicht, das war jetzt doof. Kann das beschleunigen hier? Geht nicht. Also 17.000, also das Maximum zu nehmen, ist auf jeden Fall zu viel. So, wieder der Raphael Muckis und der Donald Trusk. Okay, dann verhandeln wir nochmal und gehen jetzt nur so 10.000 hoch. Ja, ist akzeptabel. Wahrscheinlich alles, was unter 15.000 ist, okay. So, Profit sind 34.000. Angebot annehmen und wir haben damit jetzt 299.000. Also wir haben noch nicht 300.000 geknackt. Wird dann im nächsten Part definitiv der Fall sein. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und haut drin. Bis dahin. Tschüss.